herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality und einem schönen Pickup. Hallo Herr Neumann. Hallo. Aber er ist ja schon ein bisschen dreckig, ne? Er ist halt gebraucht. Wobei die Farbe ist jetzt auch nicht ganz so hässlich, sage ich jetzt mal. Da liegt ein bisschen Gras in der im Fußraum. Sieht eigentlich ganz gut aus. Auch die Felgen, die sind okay. So Chromdinger, die mag ich eigentlich. Oder so verchromte Teile. Okay. Ja. Was soll denn der kosten? 32.000. 32, inklu alles. Naja, die Steuern wurden ja schon bezahlt, ne? Ja, von der Gemeinde. Ja. Kann ich damit mal eine Probefahrt machen? Jo. Willst du mitfahren? Ja. Dann komm mal rein. So, ab geht die Post. Gleich mal gucken, was das Ding kann hier. Ja. Bremsen gehen. Fahren wir gerade mal zum Sägewerk hoch. Da ist nämlich der Franz noch beschäftigt, glaube ich. Ja. Oh, der hing ganz gut am Gas. Achtung, Blitzer da vorne. Oh, stimmt. Ja, war ja auch nur 50 hier, ne? So, jetzt können wir wieder gucken, wo der Franz ist. Der ist vor einer Stunde oder so schon losgefahren und wollte eigentlich ausladen. Ah, da kommt er. Der läuft ganz gut, muss ich echt sagen. Wie viel Kilometer hat denn... Ach, der hat ja denn nix. 460 Kilometer. Ah ne, das ist die Reichweite. 500 Kilometer... Ne, 5000. Oh, das war knapp, ey. Hast du Angst gekriegt? Neumann? Leichte, ja. Oh, oh. Oh, aber ganz knapp. Noch weniger wert. Ja, warum noch weniger? Ist ein bisschen das Heck ausgebrochen, alles gut. Na, guck mal hier, unser Strohlager. Ja. Ja, ich glaube, den Rest an Stroh, den verkaufen wir dann. Okay, aber der fährt ganz ordentlich, muss ich schon sagen. Was geht da hinten dran? Wie viel darf ich anhängen? Also, das Fahrzeug hat 300 PS, ne? Ja, aber mir geht's ja eher um die Stützlast. Aber ein Tandem darf ich da wahrscheinlich schon dranhängen. Musst du tatsächlich ausprobieren. Ja, okay. Ich weiß nicht, nämlich wenn alle Beine da drauf sind, ob er denn das noch ziehen kann. Na, so einen meine ich jetzt nicht. Ich meine so einen kleinen... von Williams gibt's doch da so einen. So einer oder so ein. So ein. Ach so, ja. Kleiner Viehanhänger oder irgendwie sowas. Das, ah, das ja, kann er auf jeden Fall. Das müsste ja schon gehen. Gut. Weißt du, weil ich will auch noch mal eine Produktion kaufen. Bin am Überlegen, der Franz, der will unbedingt den Metzger haben. Ja. Bin ich am Überlegen, ob ich da noch investieren soll. Ja, ist ja deine Entscheidung, ne? Ja, aber. Da brauche ich dann auch ein Auto. Kann mal gucken. Ah. Guck mal, wie gut er fährt, ey. Ist ja unglaublich. Ah, Hammer. Ja, den nehme ich. Und die Kurvenlage ist eigentlich auch ganz gut. Oh, Achtung, Blitzer, 50. Ja.
Mensch, jetzt will ich hier gerade mal Probefahrt machen und dann darf man ja nicht mal Gas geben. Ja. Ja, wir drehen mal eine kurze Runde, oder? Dann kann ich dich daheim gleich rausschmeißen, oder? Nee, brauch's nicht. Wo dann? Bei der Gemeinde. Oh, warte, da ist noch ein Blitzer. 100er Blitzer. Also bei der Gemeinde da hinten, oder wo? Ja. Ah, okay. Ja, fahren wir kurz vorbei. Ah, der läuft super. Ja, die Gemeinde, die macht halt jeden Service, der sein muss, ne? Ja. Hammer, Hammer. Bremse. Auch gut, ah, perfekt. Nami. Ja. Du bist so weiß, was denn los? Ach, nix. Geht's dir gut? Ja. Hast schon was gegessen heute? Nee, noch nicht. Muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, ne? Ne, das, Umkipp, ja. Oh, nee. Ich glaube, daher kommt das eher. Ja, ich bin ja vor. Oh, was ist denn das? Hat einer sein Auto mittendrin stehen lassen? Ich glaube, Lukas. Aber nee, der ist wirklich gut, den kaufe ich dir ab. Ja, der Gemeinde, ne? Ja, kriegst du davon auch was von den 32.000? Ja, ich bin ja Gemeinderat nur. Da Ach kriege ich so. kein Geld. Oh Oh, nee. hast du das gesehen, wie ich da durch bin? Ich hatte gerade schon Angst um mein Leben. Quatsch. Also ich war früher mal Rennfahrer, wusstest du das? Nee, Also, das wusste ich tatsächlich nicht. ja, manchmal im Traum. Ach so. Ja, so fährst du auch wie im Traum. Ey, so schnell warst du hier, glaube ich, noch nie unterwegs, oder? Und so unbeschadet. Kann schon sein, ja. So, wo willst du raus? Einfach. Da hinten ist mein Auto. Der hier. Ja. Sorry. Gut, schickst mir deine Rechnung, ne? Oder die Gemeinde halt. Je nachdem. Hey, ja. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Oh, da ist eine Grünfläche. Warum haben die hier eine Grünfläche drin? So schnell habe ich, glaube ich, noch nie ein Auto gekauft. So, aber jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen auf die Blitzer acht geben, weil sonst sind wir ganz schnell arm. Wir haben ja noch Gerste auf Lager, die müssen wir halt dann jetzt demnächst mal verkaufen, damit wir dann den Metzger noch organisieren können. Ich glaube, da rufe ich gleich den Jürgen dann mal an. Und dann machen wir da einen Termin zur Besichtigung aus. Franz! Ja. Guck mal, das Auto. Schön. Woher hast du das? Gerade gekauft. Okay. Ich dachte, wir brauchen. Ja, 32. Das geht eigentlich. Das ist eine Aber gute. fast neu mit allem. Also keine Steuern mehr. Ah, Und der läuft noch richtig gut, ey. Bin gerade mit Neumann durch die Gegend gefahren. hab's gesehen. Naja, geht ab wie Schmitz' Katze, das Teil. So, schön. Weil ich dachte mir, wenn wir dann den Metzger noch haben, dann brauchen wir auch ein Auto, wo wir mal ein bisschen schneller mit hin und her kommen. Jo,
Ding, ich wollte dich noch fragen, haben eigentlich die Bauern, die hier Tiere haben, Tiertransporter? Weiß ich gar nicht. Ja, Müsste man weil, dann mal in Erfahrung bringen. oder sonst wäre vielleicht auch eine Option, wenn uns das zu teuer wäre, mieten. Ein LKW und ein Viehtransporter mieten oder ein Traktor oder nur ein Also, Tiertransporter oder. warte mal, ich guck mal gerade in den Schein rein. Ja, also 3,5 Tonnen dürfen wir hinten dran hängen. Also von dem her, ich Beim glaube die. Auto. Ja. 3,5 Tonnen. Aber das ist nicht so viel. Nee, das geht. Deshalb bin ich am Überlegen, der Joskin. Ich glaube, den müsste ziehen können. Aber das wäre knapp. Meinst du? Ja, müssen wir halt Ja. gucken mit den Kühen. Wenn er Denn sonst Kühe. nimmt man halt einfach, wenn man zum Beispiel dann einfach den MF zum Beispiel bei der Metzgerei stehen hat, dann könnte man den halt anhängen. Der hat einen Frontlader mit Paletten, also eigentlich alles, was man bräuchte. Dann könnte man den Joskin beim MF Ja, zum das wäre Beispiel. natürlich auch eine Idee dann, ja. Aber da müssen wir dann mal gucken, wenn es soweit ist, dass wir uns dann informieren. Ja. Oder wir machen es uns ganz einfach. Wir lassen uns die Tiere anliefern, wenn es geht. Ja, aber das ist ja, wieso, das ist ja eben das Problem, weil die anderen Bauern haben ja wahrscheinlich keinen Tiertransporter. Ja, das kriegt man dann raus. Ich helfe mal schnell hier mit beim Aufladen. Ja, warte, ich muss kurz mal was schauen noch. Okay, das ist trotzdem teuer. Der Anhänger. Ich habe nur geschaut, bei dem Katalog wäre auch so ein. Warte. So für einen IT-Runner, der würde noch 4.500 € kosten. Aber Ja. da der IT-Runner selber kostet viel. Da müsste man schon, wenn, mehr auf den IT-Runner machen. Wie nur Tiere. Ja. Ja, vielleicht haben die hat die hat ja auch einer eine Plattform und einen Anhänger und wir müssen uns nur die Plattform holen. Weißt, dass wir nur die Plattform kaufen müssen. Und uns Gut, dass dann. wir die dann praktisch verleihen. Ja, das wäre auch eine Idee. Da könnte man vielleicht auch Geld mitmachen. Wenn wir so fürs Ausleihen 1.000 € nehmen oder so. Ja, na, weil dein LKW ist zu teuer. Ja, auf Weil jeden Fall. ich schau mal, wie teuer der billigste wäre. 180.000 oder so. Ja, oder den Unimog, der wäre nicht teuer. Ja, aber. Ah ne, warte mal, der MAN. Der ist wieder, der Achso, kostet ne. 99.000. Ja, aber der hat ja. Achso, ja, okay, dann brauche ich mal einen Anhänger. Ja. Okay, der Unimog bringt es auch nicht, weil da darf man ja einen normalen Traktor auch nehmen, nur der geht halt ein bisschen schneller. Ja. Ja, dann Ja. werden schon den MAN, aber da müsste man auch ein bisschen sparen. Ja, wir müssen mal gucken, was mit der Gerste ist. Dass wir die dann loswerden. Soja haben wir ja auch noch, ne? 31.000. Ja. Das Ding ist, wenn wir hier dann circa. Ah, schau, beim Lidl geht der Preis hoch. Von der Gerste. Ja. Ja, aber das dauert. Ah, weil, Bis wenn man morgen dann vielleicht dann 1000, gut. 1000 Euro pro Liter, pro 1000 Liter, dann hätten wir 105.000 durch die Gerste. Ja, dann haben wir auf jeden Fall kein Problem mit Neuanschaffung. Ja, dann wäre das nicht mehr so problematisch. Müssen Ja. wir nur ein bisschen Geduld haben. Ja, wir haben jetzt sowieso, wir müssen dann wieder ansäen. Ich muss gerade mal reingucken. Müssen wir die Felder noch irgendwie pflügen? Nö. Können Hast wir du einen ein. Pflug oder einen tiefenlockerer? Tiefenlocker habe ich 2 Stück. Okay, das ist feiner. Zwei Kuhn 4 Meter. Ah ja. Also damit geht es dann auch relativ flott. Aber müssen wir eigentlich nicht gerade. Das ist Ja. Gut, dann verladen wir mal, weil sonst kommen Kalk wäre halt, wir. Ja. könnte man aber. Ich glaube, darauf verzichten wir lieber. Oh. Lieber gucken, dass der Dünger und alles passt. So. Ziehst du einen Anhänger dann weiter? Ja. Die zwei hier noch drauf dann.
Und dann. Dann gehe ich mal gerade darüber zum Dingens hier. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Du traust dich was mit vier Ballen. Na, komm her, hol die anderen zwei. Das ist doch ein bisschen zu wackelig. Also ich bleib bei zwei, sonst ja, würde der RMF. Ja. Zwei sind gut. Vier sind doch ein bisschen zu wackelig. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ist halt gerade ein bisschen ballenlastig, aber das gehört auch dazu. Und auch mal, denke ich, eine Abwechslung zu dem, was wir sonst gemacht haben. Und die werden wir morgen verkaufen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und tschüss.